Shinkansen Zero heißt das. Wir lieben Chiller's Art. Wir sind ja alle sehr große Fans von Chiller's Art Games. Kommt ja gefühlt jede zweite Woche ein neues Spiel raus. Und das ist das Aktuelle jetzt. Ich dachte schon, du spielst mein Lieblingsspiel. Nein, ich werde jetzt nicht Pokémon Smaragd spielen. Einfacher Modus. Wenn du einen Fehler machst, wirst du nur um eins zurück. Okay, es gibt irgendwie Supporter-Inhalte. Okay, ne. Also es gibt wohl irgendwie Game Over, wie es aussieht. Und ja, wie es aussieht, das Setting ist diesmal eine Zugfahrt. Wir hatten, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche auch ein Horrorspiel gehabt mit einer Zugfahrt. Wo wir gegen so einen kleinen Jungen gespielt haben, der irgendwie Cookie Clicker auf seinem Handy gespielt hat, auf seinem Laptop gespielt hat. Und dann hat er irgendwie irgendwie Drogen oder so gehabt, die ihm reingeschmuggelt wurden und die hat er dann runtergespült und dann gab es irgendwie Stress. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, in welche Richtung das hier geht, was das wird. Ich denke mal, es wird wieder irgendwas Stalking-mäßiges sein, I guess. Ne? Würde jetzt in so ein Zugszenario, denke ich mal, ganz gut passen, dass dann irgendeine Person uns die ganze Zeit stalken wird oder so. Mal schauen. Aber Chiller's Art Spiele sind immer so ein bisschen Hit und Miss. Ich hoffe, es ist kein dialoglastiges Chiller's Art Spiel, weil wenn ja, dann ist das scheiße. Dann ist das scheiße. Und Sadie, Dankeschön für 42 Monate in Tier 3. Vielen, vielen Dank. Let's go. Du bist dabei, ein neues Spiel zu starten. Ein voriger Spielstand wird gelöscht. Supporter-Inhalte? Nein, keine Supporter-Inhalte. Hallo? Okay, let's go. Leute, ich habe dreimal erklärt. Wir machen erst das Chiller's Art-Spiel und dann das Bingo. Jetzt das vierte Mal. Leute, wir machen erst das Chiller's Art-Game, dann das Bingo. Okay? Und Vivi! Dankeschön für 34 Monate. Und Mikario, dankeschön für deinen Sub. Dankeschön. Okay, let's go. Let's go. AI safe, oder? Chiller's Art macht jetzt auch AI-Kunst. Wir sind wieder in Japan? Oh Mann, ihr mit eurer Kategorie. Ändert doch selber. Immer muss ich die Kategorie ändern. Könnt ihr nicht einfach selber modden? So, zufrieden? keine Anomalie in diesem Bereich. Nein. Nein. Nein! Die werden nicht das Konzept geklaut haben, oder? Die haben nicht das Konzept geklaut, oder? Nein, als ob! Oh Mann. Und Shadow Kitty, Dankeschön für 9 Monate. Wow. Ich bin die ganzen, wisst ihr, ich bin die ganzen letzten Freitage immer auf der Flucht vor diesen Konzepten von Spiel. Also vielleicht ist das nicht so, vielleicht sieht das nur so aus. Also für diejenigen, die nicht verstehen, was ich meine, Exit 8 kam irgendwie vor ein paar Monaten ein Spiel raus, wo es darum ging, durch so eine U-Bahn-Station zu gehen und jedes Mal änderte sich ein bisschen was. Und das hat einen kleinen Hype ausgelöst, sodass seitdem angefangen hatte, irgendwie jeder zweite Trottel jede Woche genau dasselbe Spiel zwar quasi zu releasen, nur in einem anderen Setting. Dann ist es in einem Treppenhaus, dann ist es in einer Krankenstation, dann ist es dann irgendwo in einer sonst wo, keine Ahnung. Und jetzt haben wir eine Bahnstation. Und ich bin die ganze Zeit davon so ein bisschen geflohen, weil ich halt nicht dieses Konzept auslutschen wollte. Ich wollte es unique belassen mit Exit 8, weil die anderen sahen halt alle so billige Nachmacher aus. Und jetzt habe ich es nicht geschafft zu fliehen, Chat. Ich bin gefangen. Chiller's Art hat mich gecatcht. Ich hab, muss V-Sync anmachen. Ähm.
Es gibt kein V-Sync. Okay, scheiße. Nee, Moment, hier Grafik. Doch, da. Nice. Okay. So. Okay, okay. Dann fangen wir mal an, ne? Ich meine, vielleicht macht das Chillersat ja richtig geil, ne? Dann lass aufhören. Nein. Es ist Chillersat. Chillersat ist Meisterwerk. Die haben das bestimmt richtig geil gemacht. Vielleicht ist es ja nur ein Bait. Vielleicht, boah, das wäre voll smart. Chat, die nutzen das aus. Die nutzen das aus, diesen momentanen Hype um dieses Exit-8-Game-Spiel, Konzept-Shit, nutzen das so ein bisschen aus und machen daraus so ein... Ist das ja gerade auch schon da? Und spielen mit deiner Erwartungshaltung. Spielen mit deiner Erwartungshaltung und gleich wird das was ganz, ganz anderes, was ganz Wildes. Und wir haben einen Hype-Train, Leute, steigt ein. Wir sind gerade im Hype-Train sogar drin. Oha, das ist ja voll immersive. Ihr seid im Hype-Train auf Chat. Ich bin im Hype-Train bei Chillersat. Was willst du, hä? Was willst du? Nein, du wirst keine Spiele auf meinem Handy spielen. Nee, du fasst mein Handy nicht an. Nein, ich hab kein Angry Birds auf meinem Handy. Oh mein Gott. So. Mikario, dankeschön für den Gifted Sub. Keine Anomalien in diesem Bereich. Aber es, ich weiß nicht, ob das genau wie bei Exit 8 ist, dass wir dann zurücklaufen müssen, wenn wir eine Anomalie finden oder nicht. Steht da oben? Shinkansen Zero nach Tokio. Also bei Exit 8, ne, an diejenigen, die es nicht kennen, Drehuber, okay, steht's ja auch, okay, es ist halt wirklich einfach geklaut. Da musste man, wenn man eine Anomalie findet, musste man sich umdrehen und wieder zurückgehen. Wenn du nicht zurückgehst, dann startest du wieder quasi am Anfang. Und hier ist es dann nicht, bei Exit 8 war es ja Bahnsteige, die du ablaufen musstest, von halt 8, von irgendwie 1 bis 8 oder so, ne, bis du dann durch bist. Und hier scheinen es wahrscheinlich Waggons zu sein. Ja. Und wir müssen wahrscheinlich zu einem bestimmten Waggon. Shinkansen Zero heißt das Spiel. Ne? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zum zerosten Waggon. Ganz vorne durch. Konnichiwa. Und wenn wir Anomalien finden, müssen wir zurück. Ansonsten fangen wir wieder bei 8 an. Nani shiteru no? Ist die Kamera weg? Mata atta ne. Onisan mo game o shi ni kita no? Boku mechcha tanoshimi. Oneechan ga okinai kara hima nan da. Ikura matte mo. Sukku matte mo okinai da mo. Demo onisan ga game shite kureru kara. Mo daijoubu. Game no ruru wa shitteru? Ich könnte ja sagen, ich meine, wir gönnen uns die Erklärung. Vielleicht hat Chillersat hier einen meisterlichen Twist eingebaut in dieses Konzept. Mal gucken. Rule wa tottemo kantan da yo. Kawatta koto ga atta ra modoru. Game wo oraseru hōhō? Sore wa 05sha made itte sono saki no unteinshitsu de breiki wo kakeru dake. Toire no shariō wa 変わったことは起こらないからね。もう一回説明する。よかった。じゃあ後でまた会おう。Okay, vielleicht gibt's ja einen Twist innerhalb dieser 7-8 Waggons. Junge, ich habe noch nicht mal das Spiel richtig gespielt und ich bin jetzt schon von Chillersat enttäuscht. Ja gut, let's go. Ich bin wieder 7, das heißt, da gab es eine Anomalie. Habe ich übersehen. Vielleicht ist der Twist auf den Toiletten. Hier sitzt immer ein Typ, ne? Der Typ schläft. Ne, schläft nicht. Aber er guckt nach links aus dem Fenster raus und der hat hier einen Koffer liegen, okay? Wie teuer war das? So typischer Chillersat-Preis. Irgendwie 6, 7 Euro.
weiß nicht, ob wir hier auch schon drauf achten müssen. Bosai Japan! Shinkansen Free Wi-Fi. Okay. Am Ende fehlt dann hier so eine, so ein Nöppel hier oben. Fehlt dann einfach. Oder da so ein Licht ist dann aus oder so. Habe ich eine Spiegelung? Ich habe eine Spiegelung, ne? Ich bin Boy. Okay, und hier ist eine Frau. Ich hoffe, wir müssen uns die Preise nicht merken. Mhm. Und der Junge ist weg. Ist das jetzt schon eine Anomalie? Der Junge ist weg. Okay, wir gehen zurück. Vielleicht ist er auch einfach kacken gegangen. Aber das ist schon anomalisch. Ist schon ziemlich anomalisch, oder? Okay, nee, wir sind wieder bei 7. Ich denke mal, er ist nur einmal da zur Erklärung, ne? Und dann verschwindet er. Animalisch! Schwester schläft. Hat weiße Schuhe an. Rot kariertes Kleid. Da ist der Mann mit der 35. Die Frau. Mhm, ja, bestimmt alles gleich. Die Mensch kopiert und macht es falsch. Das ist nicht falsch, das ist eigene Kreativität. 6. Okay, wir sind weitergekommen. Der Typ hat denselben Anzug, dieselben Schuhe, das ist derselbe Koffer. Die Poster, es ist die Katze. Mit dem Bosai Japan, Free Wi-Fi. Die sind alle hochgeklappt. Okay. Yo, ciao, Paul. Viel Spaß im Kino, Mann. Habt ihr was gesehen, Chat? Ich hab da oben gar nicht auf die Koffer geachtet. Ach, scheiße. Auf die Kofferablage habe ich gar nicht geachtet. Ja, wird schon passen, ne? Fünf, war richtig, okay. Die sind alle hochgeklappt. Bosai Japan, Shinkansen Free Wi-Fi, Katzi Katzi, Stühle auch hochgeklappt, alles gut. Der Typ schläft, hat dieselben Schuhe, denselben Anzug. Und den Koffer. Oben ist der Koffer auch da. Mal gucken, ob der überhaupt in derselben Sitzreihe ist, wie die Schwester da sitzt. Imagine, es gibt einfach keine Anomalien, ja? Das Spiel verarscht uns. Ich meine, vielleicht sitzt sie jetzt auch in einer anderen Reihe. Aber ich glaube, die saß schon da, so in der 4, ne? Das ist auch alles gleich. Das ist auch alles gleich. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie, ob die Nummer nicht auch achten muss, ne? Ob die sich irgendwie ändern. Oder was ist in der Spiegelung, Leute? Irgendwas in der Spiegelung ändert sich. Die Nöppel sind auch alle da. Ich sehe keine Anomalie. Einzige, was ich sehe, ist ein mies geklautes Game. Oh Mann. Das ist echt schade. Ich habe mich schon so ein bisschen gefreut auf das Spiel, eigentlich. Vier, okay. Konnte man schon immer seinen Kopf sehen, Chat? Ich habe das Gefühl, man konnte nie seinen Kopf sehen. Konnte man den schon immer sehen? Echt? Okay, rennen wir einmal kurz zu der Schwester durch, bevor wir uns die Reihen genau anschauen. Schwester schläft.
Weiße Schuhe, kariertes Kleid, brauner Koffer, alles gleich. Yep. Yep. Also ich hoffe ja immer noch, Chat, das ist irgendwie so ein Geniestreich. Ich hoffe immer noch, das ist ein Geniestreich. Dass Chillers Art nur will, dass wir das denken, dass es wieder ein weiteres Exit-8-Game ist. Der Koffer, war der immer so hell? Ja, der war schon immer so bräunlich. Der ist ein bisschen schräg? Nee. Das ist der Twist, jetzt passiert einfach nichts. Irgendwie... Nee, ich hatte das Gefühl, es war gerade dunkler. Der Koffer wirkt anders als sonst. Also wenn ihr meint, der wirkt anders, dann glaube ich es euch. Okay. Not bad, Chat. Not bad. Not bad. Not bad at all. Der ist immer noch der gleiche Typ. Die sitzt da immer noch. Ja, der Koffer sieht genauso aus wie beim letzten Mal, Leute. Der sieht genauso aus wie beim letzten Mal. Oder nicht? Es war der Typ, der hat sich mehr bewegt als normal. Der bewegt sich doch gar nicht. Der sitzt doch die ganze Zeit da still. Ist das schon anomalisch? Nee, die machen nicht immer eine Geschichte. Die haben ab und zu mal auch Horrorspiele ohne großartige Story. Wenig Dialoge, also schon immer so ein bisschen Story trotzdem immer noch, aber teilweise, zum Beispiel sowas wie dieses Fahrstuhlspiel, das hatte kaum Dialoge gehabt. Das Spiel, wo man dieses Lost Place besucht, das hatte auch so gut wie gar keine Dialoge gehabt. Also ja, die haben auch welche, die sind nicht so dialoglastig. Also die Guten sind halt alle nicht dialoglastig. Chat, was sagt ihr? Hä? Die Tür hat sich gerade geöffnet. Das ist eine Anomalie. Ja, das Fahrstuhlspiel ist das beste Chillers Art-Spiel. Meiner Meinung nach. Das Fahrstuhlspiel war wirklich das Beste. Hm? Die Tür war wohl richtig, Leute. Und Linking, Dankeschön für 19 Monate und hi. Er bewegt den Kopf wieder so ein bisschen, ne? Fahrstuhlspiel kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das hieß, das Fahrstuhlspiel. Ich habe den Namen vergessen. Aber es war wirklich gut. Das war auch generell ein gutes Horrorspiel. Nicht nur bezogen auf Chillers Art. Generell war es ein gutes Horrorspiel. Was mit dem Text im Laufband? Hat sich da was geändert? Night Security hieß es, genau. Stark, Paul. Sehr stark. Ja, was sagt der Chat? Vor oder zurück? Ich weiß auch gerade nicht, wieso die Tür einmal kurz aufgegangen ist. Also die war ja nicht die ganze Zeit offen, sondern nur ganz kurz in einem Winkel oder so. Immer nach vorn? Okay.
Die Schwester bewegt sich irgendwie viel. Nee. Oder Chat? Hat die sich schon immer so viel bewegt? Also sie hat schon ein bisschen geidelt, aber... Ich weiß nicht, Mann. Finde ich auch. Ist komisch. Die ist halt müde. Hat sie nur einen Fuß? Nee. Ja, komm, wir gehen einfach weiter. Ich halte mich nicht zu lange hier auf. Wir haben noch heute ein Horror-Bingo vor uns. Okay, ich hab's geschafft. Nice, da gab's nichts. Ja, Chat, da muss doch... Es muss gleich ein Twist kommen. Also, ich bin mir sicher, das ist hier nur ein Aufhänger. Das ist nur Aufhänger. Die wollen wahrscheinlich... Die wollen das alles nur als Aufhänger nehmen. Das ist viel zu einfach. Das Spiel wird jetzt nicht bei Null enden. Das ist nur ein Aufhänger. Ja, grüß dich. Also ich meine, du kannst dich auch hinsetzen, ne? Ist gemütlicher, glaube ich. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr anomalisch. Ja, der dachte bestimmt, ich bin der Kontrolleur. Und Jumpscare kommt, Chat. Wenn ich in Zero gehe, kommt ein Jumpscare. Okay, ich dachte, in Zero ist schon die Bremse. Keine Bremse. Also muss ich auch noch den Wagen einmal durchlaufen. Dann kommt die Bremse vielleicht. Das heißt, ich kann hier immer noch verkacken. Boah, man kann bestimmt gar nicht falsch gehen, Chat. Egal, ob du nach vorne oder nach hinten gehst, es ist immer richtig. Die verarschen dich. Die verarschen dich. Die verarschen dich. Verdammt! Wir waren bei Null. Ich hab da nichts gesehen. Habt ihr irgendwas gesehen? Okay. Game freezed. Aha. Es ist Anomalie, oder Chat? Ja, okay, okay, Chat. Das ist wirklich ein Joke gewesen. Okay, das Game beginnt jetzt. Nice. Oder auch nicht, okay? Ich bin tot, I guess. Okay, doch nicht nice. Ich sag's euch, Chat, das ist der Geniestreich hier. Das ist der Geniestreich des Jahres. Die spielen mit meinen Erwartungen, dass ich hier was suchen muss an Anomalien. Hier gibt es nichts zu suchen. Du rennst einfach nur ganz normal durch und es passieren Dinge. Jetzt kommen immer nur 7. Okay, wir gehen zurück, Leute. Nee. Wieso hat die Kamera sich hier drauf fokussiert?
Geht das zu? Doch, okay, so. Warum bist du so stark am Copen? Na, ja, weil... Das Ding ist, es ist zu simpel. Es ist zu simpel mit den Anomalien. Da ist wieder der Typ, oder? Also entweder ist es wirklich der größte Chillers Art Absturz in der Geschichte von Chillers Art, oder das ist alles wirklich nur ein Bait. Das ist alles nur ein Bait. War da was Grünes? Nee. Sieben. Schon wieder. Sechs. Sieben. Sieben. Vor allem, weil als das Wasser kam, ich konnte ja nicht mal fliehen bei dem Wasserchat. Weil ich ja nicht fliehen konnte, ist das wieder ein Zeichen, dass das eigentlich gar nicht echt ist. Die Welt, in der wir leben, ist gar nicht echt. Tja, was sagt der Chat? Nach vorne oder nach hinten? Nach hinten. Mal kurz die Toilette mal abchecken. Vielleicht übersehe ich irgendwas Wichtiges. Rokori, 21. 21. Rokori, 21. Zwei, eins. Ich bin wieder falsch. Maybe Sitz 21. Es gibt keinen Sitz 21, Reihe 21. Rokori. Jetzt wieder 6, ist richtig. Also wenn das Pattern sich nicht ändert und immer das gleiche ist, dann muss ich jetzt geradeaus. Nokori 20? Die Zahl sinkt? Sitzt immer noch hier? Ja, keine Ahnung, Mann. Sieht alles aus wie immer, ne? Schau mal auf den Preis. Der ist falsch, ne? War da nicht irgendwas mit 2, 2 und dann kam erst die 3? Das war falsch, oder? Nee, ist gleich? Nee? Ich könnte schwören, das war eine 2, 2 und dann erst eine 3. Ja, ist teurer. Ich gehe zurück. Nee, ist gleich. Nokori 20. Ich bin wieder falsch. Nokori 20. Falsch. Nee, richtig. Scheiße.
19. Also die Zahl sinkt immer runter, wenn wir richtig gehen. Nokori 19. Das Pattern ist wirklich jedes Mal gleich. Ja, das war schon ziemlich animalisch. Dich erschreckt, Chat? Ich hab mich so erschrocken, okay. Eine Schrecke haben wir. Nokori 17. Der Kopf. Der Junge ist ja komplett awake. Nee, war falsch. Nee, war richtig. Ich habe keine Ahnung, was diese Zahlen mir sagen sollen. Manchmal sinken die nicht. Okay, wir sind wieder bei der 1. Die ist immer noch da, Koffer noch da. Weiter geht's. Verdammt. Okay, wenn das Pattern immer das gleiche ist, dann zurück. Okay, es ist doch nicht immer das gleiche. Augen waren an der Tür. Wo waren da Augen an der Tür? Oh, falsch. Ja, irgendwas passiert wohl, wenn wir die Zahl runterschrauben. Also diese Zahl runterspielen ist wohl quasi vielleicht sowas wie eine Progression. Wie weit wir im Spiel sind quasi. Aber solange zurück bist, dass 6 steht, eigentlich easy anfangen. Okay, die hat mich gerade ein bisschen gekriegt. Die ist aus dem Poster gestiegen. Die war cool. Die war stark. Irgendwann springt einer so von rechts oder links aus den Sitzen raus. Und spoopt uns! Ja, ich würde sagen, ich gehe weiter, ne? Scheint alles clean zu sein. Der Beste ist, der unter dem Sitz sitzt. Ja, der ist auch super. Drei. Ich habe das Gefühl, Chat, wenn es kurz laggt, wenn ich in die Waggons reingehe, dann ist eine neue Anomalie aufgetaucht. Schlechte PC Superior für das Spiel. Hat nicht geleckt. Scheiße! Da, sein Kopf ist wieder oben.
Wie weit sind wir schon? 13. Frau saß zu weit vorne, echt? Die saß nicht bei der 4? Ist clean! War nicht clean! Sie war in der dritten, echt crazy. Vier? Ist richtig. Koffer ist richtig. War da was? Wo war was? Ich kann nochmal normal durchgehen. Was ich für einen PC habe, so einen schwarzen, quadratischen, rechteckigen. Der macht immer, wenn ich drauf drücke, macht immer. Der macht vorher so bieb, bieb, bieb. Und dann. Also ich sehe nichts, Kid. Ist der PC an deiner Seite noch auf? Ja. Stark, den habe ich auch. 5. Die Zahlen vielleicht auch mal sich merken, die 16. Können wir mal so durchgehen. Dass Chillers Art sich die Mühe gemacht haben, Spiegelung einzubauen. Bestimmt gibt es in der Spiegelung auch Anomalien. Scheint alles clean zu sein, oder? Die Passagiere haben auch Spiegelungen, ja. Koffer ist da. Sie sitzt bei der 4. Können wir mal so nochmal durchgehen. Spiegelung nochmal durchgehen. Mhm. Die Spiegelung nochmal durchgehen. Oh, lol. Gruselig. Ah, oh, die Tür. Vier. Koffer ist normal.
Katze ist wieder repariert. Können wir mal die Spiegelung durchlaufen. Alles normal. Voll normal, ey. Ja, scheint auch alles in Ordnung zu sein. Okay. Ja, bestimmt kann man das gar nicht gewinnen, solange der Telefon nicht auf 0 gelandet ist. Wir sind erst bei 11? Ich bin ja jetzt gerade ganz oft richtig gelaufen. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wie das Telefon funktioniert. 16? Der kommt schon wieder, Chat. Und wir sind wieder bei der Null. So. Kann man das überhaupt gewinnen? Koffer ist in Ordnung. Sie sitzt bei der 4. Ne, ich glaube, wir müssen die... Also, geschafft ist es nicht. Man muss die 0 auch wahrscheinlich noch schaffen. Also, wir waren schon mal bei der 0 und dann wieder zurückgefallen auf die 7. Augen in der Tür. In der Tür selbst? Ach, da unten. Stimmt. Okay. Dann haben wir es. Immer noch 11. Okay, wir müssen noch nach der 0 noch einen Raum durchlaufen. Ich glaube, Telefon zeigt nur, wie viele von dem im Spiel existieren. Ah, oder so, stimmt. Das ist ein Hinweis, wie viel es noch gibt, ja, ja, ja. Das ergibt mehr Sinn. Der hat noch nie das gemacht. ご利用いただき誠にありがとうございます。ただいま当列車におきまして、線路上での接触事故がありましたので、安全確認のため、しばらく停車いたします。運転再開におきましては、現在見通しが立っておりません。本日はお急ぎのところ、誠にご迷惑をおかけいたします。 Attention please. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please Das war's? Nee, okay. Oni-san, sugoi ne. Seikou shita nda ne. Kyoro-kyoro shite dou shita? Moshikashite ここが運転室になってる。冗談はよして。新幹線にはグリーン車があるんだよ。お兄さんなら知ってるよね。じゃあね、それはね、僕が0号車の次って言ったって?0号車っていうのはグリーン車の0号車。まあ確かに僕の説明が下手。それはそうと。いい? 今度はさっきと反対、変わったことがあったら進んで。なかったら戻るんだよ。3回間違えるとお化けが来るから気をつけてね。僕はお兄さんを。お兄さん、なんで僕たちはなんか変だなって思わない?いや、気にしないで。
とりあえずゲームを終わらせよう。じゃあまたね。Das ist also der Plot-Twist-Chat. Wir machen das gleiche nochmal, nur rückwärts. Und jetzt gibt's auch noch Geister. Level 2. Das sieht schon ziemlich nach Anomalie aus, oder? Oder soll das so? Also, I guess ist eine Anomalie, deshalb gehe ich weiter. Grüne Augen scheinen nicht normal zu sein. Jetzt gibt's ja noch hier Leute. Na? Ah. Onushi. Natürlich bin ich das. Wangahai yo damas koto wa fukano. Onushi wa suits o kite. Hen da na. Hoka to wa chigou yo jana. Sore dake wa wakaru. Shite wakamono yo. Viel zu lang. Länger als ich will. Eine Frau im Alltagskleidung, einen Jungen im Kapuzenpulli. Ich habe beide nicht getroffen. Vielleicht hatte der mit den grünen Augen Kapuze gehabt. Sore wa ii ko. Wangahai no sugureta kansatsu. Jinsei 84 nen no keiken kara iwase. Koko ni iru hotondo no hito wa. 実際の人間ではないようだ。話しかけても反応は示すことはない。まるでロボットのようだ。我が輩は人間を見ればわかる。Stark。つまり我が輩の結論は、スーツの人を信用するな。そうだな。その前に。Okay, Chat. Das sind Roboter. Hat er sich vorhin auch schon bewegt, Chat? Okay, er scheint immer grüne Augen zu haben. Hat er sich vorhin auch schon bewegt? Ich bin mir gar nicht sicher. Hallo, ich bin ein Roboter. Okay, ich mach's die ganze Zeit falsch, Leute. Das sind ja schon zwei Fehler. Ein Fehler noch, dann kommt der Geist. Die war vorher nicht da, oder? Also Anomalie. Ich gehe weiter. War das der Geist? Bin ich jetzt tot? Wurde ich gerade vom Geist erwischt? So, ich würde sagen, es gibt keine Anomalie. Dann gehen wir zurück, ne? Nö, war falsch. Aber wo Geist? Ja, die hat mich doch gerade überfahren. Sie war der Geist. Der hat einen Anzug. Der ist ein Roboter. F-
vor. Aber hier ist doch keine Anomalie. Wo siehst du jetzt eine Anomalie? Dass du sagst, du sollst vorgehen. Ich sehe da keine. Der Opa ist wieder da. Muss man nicht umgekehrt machen, oder habe ich es falsch verstanden? Wir müssen geradeaus gehen, wenn es eine Anomalie gibt. Wir müssen zurückgehen, wenn es keine gibt. Ich sehe hier keinen Unterschied. Es ist immer das. Ich komme nicht weiter als die 7, ne? Es sieht immer alles gleich aus. Vielleicht das Licht, Chat. War das schon immer an? Ne, ich kann ihn nicht ansprechen. Das Girl rechts, ja, die sitzt da schon die ganze Zeit. Vor ihrem Bluescreen. Ich glaube, das Licht war vorher nicht an, Leute. Ich gehe weiter. Das ist eine Anomalie. Rico, danke schön für 39 Monate. Vielen Dank. War richtig. Das Licht war eine Anomalie. Ist das schon eine Anomalie, Leute? Wenn sie so rennt? Ja? Okay. Letztes Mal hat sie mich überfahren. Da bin ich gestorben. Gibt's hier irgendwie was Neues an der Toilette? Nee, ne? Nee, das Licht ist immer hier an. Scheiße. Was ist links oben? Was ist links oben? Wo? Also links oben ist da? Was ist da? Der hat sich erst gesetzt, als du reinkamst. Ja, das macht er schon die ganze Zeit. Der Streamer ist links oben. Ach so, ich bin eine Anomalie. Also ich sehe nichts. I guess ich gehe zurück. Okay. Jetzt ist das Licht hier aus. Hat die mich schon immer angeguckt, Chat? Die hat mich doch nie angeguckt, oder? Das Licht ist aus. Nee, das Licht ist an. Moment, das Licht ist jetzt hier. Das Licht war doch immer hier. Ich bin so durcheinander mit diesem scheiß Licht. Auf jeden Fall hat sie mich angeguckt. Das ist schon weird. Flirty! Ja, das ist, denke ich mal, eine sehr offensichtliche Anomalie. Nee, Oni-san. Boku tachi ikite kaireru to omou? Denk an deine Schwester. Nee, boku tachi ikite. Ich weiß es nicht. Nee, boku tachi. Dass Frauen dich angucken, ist eine Anomalie. Ja.
Hier in dem Bezug schon. Ansonsten ist das was ganz Normales. Die glotzen immer alle. Weil ich so geil bin. Also einen dicken Arsch habe. Hm. Hm. Okay, wir haben unsere Anomalie gefunden. Starkes Game. Starkes Game. Das Gefühl, die ist langsamer als sonst. Ich sehe nichts, Chat. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Habe ich auch gedacht, dass die langsamer ist? Das ist jetzt aber nicht wirklich, dass sie einfach nur langsamer läuft. Was ist das für ein Drecksgame? Ne, der hat schon die ganze Zeit einen Halbplatz. Okay, wir sind richtig. Die Karre macht keine Geräusche. Anomalie. Hockt da einer? Da hat gerade jemand gehockt. Wo hockt einer? Also ich würde sagen, es ist Anomalie wegen keinem Sound. Vielleicht ist es auch ein Bug. Links dachte ich, nee, da sitzt niemand. Karre macht keine Geräusche. Ist eine Anomalie. So, sind wir fertig? Schade. San. Oh. Okay. Geile Lichter. Da stand jemand, Chat. War das der Geist? Habe ich drei Fehler gemacht? Ich habe doch keine Fehler gemacht. Ich denke, das war der Geist, ne? Average Techno-Party. Nee, das war's nicht. Denk mal, da muss noch was kommen. Ja, gibt keine Anomalie. So. Oh, doch, hier ist eine Anomalie. Hier steht jemand. Grüß dich! Was gesehen, Chat? Ich nämlich nicht. Hier! Die hat nicht mehr weiße, komische Berliner drauf. Die hat jetzt irgendwelche Törtchen. Anomalie.
Das war das Einzige, was ich mir auf dem Wagen gemerkt habe. Dass da immer vorne so weiße Dinger lagen. Irgendwelche Berliner oder so. Ja, die glotzt mich wieder an. Anomalie. Da sind die weißen Berliner. Oh. Bitte nehmen Sie Ihren reservierten Platz ein. Ihre Sitznummer lautet 4. Oh, der Kontrolleur kommt. Denk mal, ich war jetzt richtig, ne? Scheiße, er kommt gleich wieder. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich muss warten, bis er weg ist. Ist ein sehr großer Mann. Der kann sogar halb durch Türen gehen. Okay, das... Also, Kontrolleure sind ziemlich crazy Anomalien. Das scheint wohl immer gescriptet zu sein. Der Mann ist ein Roboter, Leute. Ja, ich sehe nichts. Habt ihr was gesehen, Chat? Also ich nicht. Da war was Helles, glaube ich, was? Einfach nur, da war was Helles. War wohl richtig, da war wohl was Helles. Danke. Ich habe nichts Helles gesehen. Ist runtergefallen links. Was ist runtergefallen links? Die müssen schon genauer beschreiben. Ist was Helles? Ist was runtergefallen? Was meint ihr? Wo? Warum? Wie? Wann? Sie hat Brille. Wer hat Brille? Nee. Alles richtig. Auge? Die Brötchen sind richtig. Sonnenbrille? Die Tür kommt nicht auf mich zugerannt. Es steht auch niemand Durchsichtiges hier rum. I guess, ist wieder keine Anomalie. Vielleicht müssen wir uns hier mehr merken. Sandwiches, Brötchen, Berliner Chips. Da. Das ist eine Hand. Okay. Easy. Irgendwann leuchten seine Augen blau, ja. Oder gar nicht. Die hat auch nie was, ne? Ich gucke immer auf ihren Desktop, es sind immer nur drei Symbole.
Sachen wie immer. Hm. Kein Kontrolleur, keine laufende Tür. Wir haben nichts, oder? Ist es safe, oder? Ist clean. Hallo, Aaron. Fuck, was war da? Ich muss kurz was confirmen. Okay, ne, ich dachte seinen Arm. Ich dachte, normalerweise legt er seinen Arm nicht da oben drauf. Das sah gerade ein bisschen weird aus, aber... Ich glaube, der hat den immer da oben. Tja. Würde sagen, ist clean. Ich hatte kurz, da ist jemand Unsichtbares. Sauber! Blowing ASMR, genau. Schon wieder der okay. Scheiß. Ja, okay, jetzt kommt wieder Geist. Das ist immer das, das Zeichen für, du hast drei Fehler gemacht. Boah, ist das schlecht. Holy shit, ist das kacke. Der guckt jetzt in die andere Richtung. Oder er hat jetzt einfach ein zweites Gesicht gerade kurz gehabt. Aha. Anomalie. Wahlgeräusche. Ist nix. Hau mal ab. Average ICE Experience. So sehen deine Bahnfahrten aus. Du suchst nach Anomalien. Habe leuchtet grün. Das Essen ist richtig. Sie guckt mich nicht an. Es steht niemand Unsichtbares im Gang. Er ist auch so wie immer. Es gibt halt ein paar Anomalien, die wir noch nicht gesehen haben, noch nie gesehen haben. Bei denen ich halt immer denselben Fehler wohl mache. Aber welche? Würde sagen, da ist nichts. Ist clean. Hier 16. War da immer schon so ein grünes Licht bestimmt, ne? Kann die mal wieder rennen oder so? Uns wieder was Einfaches geben? Oder halt dein Wagen ist noch. Man muss wirklich alle Etagen des Wagens sich genau anschauen. Und da ist dann vielleicht irgendwie eine Flasche anders gewesen. Also, ich sehe gar nichts. Meine Augen vernehmen nichts. Hat sie dich angeschaut? Oh, ich habe gar nicht drauf geachtet. Normalerweise achte ich immer drauf, aber ich glaube nicht, dass sie mich angeschaut hat. Ich habe mich nicht beobachtet gefühlt bei dem Durchlauf. Keine Anomalie. Sie hatte keine Schuhe angehabt? Nee. Alles richtig. Alles richtig.
Komm, jetzt gib mir schnell zwei easy Anomalien, dann haben wir es hinter uns. Auge grün. Sie guckt mich an. Okay. Das war eine easy Anomalie. Falsche Richtung. Nee, ich bin fast falsch gelaufen. So. Die ist gar nicht mehr da, Chat. Das ist ja eine easy Anomalie, hat mir noch nie gehabt. Zero. So, jetzt gib mir eine richtig easy geile Anomalie. Scheiße, Chat, ich glaube, das wird nicht einfach. Ja, Mann, Sio. Das ist es halt. Ich wurde mega reingebaitet. Ich habe versucht, die letzten Wochen immer von diesen Spielen Abstand zu halten. Weil das alles nur billige Kopien sind. Aber bei Chiller's Art habe ich das gar nicht erwartet, dass sie das einfach so 1:1 klauen. Aber ja, hab mich getäuscht. Die Brötchen? Das sind die weißen, das sind die Sandwiches. Schwebt sie schon immer über dem Boden? Die schwebt so ein bisschen. ja, wir haben ein Problem, Chat. Ist es wirklich so einfach, die letzte Etage jetzt hier? Die letzte Etappe? Ist ja wirklich einfach keine Anomalie? Ich will nicht wieder von vorne anfangen, wenn wir schon wieder so weit gekommen sind. Wo ist die mit dem Laptop hin? Die sitzt doch immer noch da bei der 16. Da ist sie immer noch. Also ich sehe nichts, Chat. Hast du dich nicht vorher informiert, um was es in einem Game geht? Nee, bei Chiller's Art gucke ich gar nicht drauf, was es ist. Normalerweise gucke ich mir mal so die Trailer von den Spielen an, die ich für Freitag raussuche. Aber bei Chiller's Art habe ich es mir ja nicht angeschaut, wo ich mir dachte, ja, es ist halt Chiller's Art. Wir spielen immer alles von Chiller's Art. Und die sind dann entweder gut oder so scheiße, dass es wieder lustig ist. Check die Zahlen nochmal. Welche Zahlen? Welche Zahlen? Sitz rein. Ich habe bei den anderen gar nicht geachtet. Ich habe ja nur bei ihr geachtet, die 16. Ist die 12 richtig? Die 12 ist bestimmt richtig, weil das Licht ist immer gegenüber von der Reihe 12 an. Und... ich weiß nicht, ob der Koffer, ob ich nie genau auf den Koffer geachtet habe, aber ja, das sieht irgendwie weniger schwarz aus, ne? Ich dachte auch immer, der ist eigentlich schwarz. Aber jetzt, wo ich so ranzoome, sieht er eher so bräunlich aus, oder? Ich gehe doch jetzt nicht geradeaus, deswegen, oder? Ich sag, der Koffer war immer so. Ja, ich habe nicht genauso drauf geschaut, weil guck mal, hier in so einem Winkel, in dem Winkel sieht er ganz normal aus schwarz. Wenn ich aber ranzoome, ich habe halt nie drauf rangezoomt, deshalb denke ich mal, der war schon immer in der Farbe. Komm, wir sagen, es ist keine Anomalie. Wir gehen. Johannes sagt, es gibt zweimal Reihe 15, was?
Ne, 15, 14. 15, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alles ganz normal. Anomalie! Okay, wir haben es geschafft. Der letzte Raum, Chat. Komm, gib mir eine easy Anomalie. Die Brötchen, komm schon, bitte die Brötchen. Sind die normalen Brötchen wie immer. Keine easy Anomalie. Ja, der Koffer ist immer so. Ja, scheiße. Keine easy Anomalie, Chat. Ist wieder safe? Wieder niemand hier? Können wir einfach gehen? Es sieht alles clean aus. Lass gehen. Ich kann gar nicht hier zurück. Man muss hier geradeaus gehen. Okay. Jumpscare kommt, Chat! Jetzt kommt der Twist. Das war nur der Prolog. Jetzt geht's los. Der Zug fährt auf jeden Fall nicht. Wir haben ihn auf jeden Fall angehalten. Wo war der Wald? 3 oder 2? Müsste hier nicht der Wald gewesen sein, Chat? Ist der Wald weg? 3 war der Wald. Okay. Mal gucken, ob der Wald noch da ist. Der Wald ist weg. Das Münztelefon ist weg.
Wieder ein Wald weniger auf der Erde. Naruto? この列車は止まることはなくって、ループしていたんですね。でも、この列車を止めることができて、ループもしなくなったってことですよね。ああ。なんか、違和感。記憶がない。この列車に乗った覚えはないんですけど。Da war ein Junge mit schwarzem Kapuzenpulli. Ich habe den kleinen Bruder gesehen. Watashino Ototo? Die hat keinen Bruder. Ah, sore wa tabun Naoki desu. Kitto kiyoku o nakusu mae, Naoki to issho datta ne. So, Gedächtnis verloren. Nande koko ni iru no ka, toka, nani ka... Suchen wir nach ihm, dann kannst du ihn fragen. Arigatou gozaimasu. Koko ni kuru tochuu ni Naoki wa imashita ka? Er ist nicht bei den Green Cars. Naoki war 普通車側にいるはずですね。よし、ここから出ましょう。あ、でも、ちょっと待ってください。よく考えたら、次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。そんなことになったらかわいそうです。この列車をどうにかした方がいいんじゃないで、ループする列車。アニメか何かで見た気がする。あ、思い出しました。なんかの番組で。二人で反対方向にすごいスピードで走って、ループを壊してました。どうですか？いや、列車はもうループしていないですもんね。ブレーキを踏んだらループしなくなったんですよね。ああ、だったら、一緒に発車させたらどうですか？両端から。私は普通車側に行くので、グリーン車側に行ってもらってもいいですか？ Ich möchte in die Richtung der normalen gehen. そうですか？さっきの話だと、弟は多分弟を任せることになってしまうんですけど、でも、列車を止めることができたんですもんね。わかりました。Und Dark, danke schön für 26 Monate und hi. Dewa, watashi no ototo. Issho ni ganbarimashou. Isogimashou. Mata kono ressha ga ugoki dashite shimau mai. Cool. Ja dann. Du solltest auch losgehen, ne? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Okay. Jetzt kommt der große Plot-Twist-Chat. Let's go! Sie verarscht dich. Ja, deshalb bin ich nicht auf ihr Verarschen reingefallen. Ich laufe nicht wieder die Green Cars hoch. Sie steigt jetzt einfach raus. Ja, ärgerlich, wa?
Ich versinke! Er galoppiert. Scheiße, Chat, die Tür geht nicht ganz auf. Der steht da jetzt rechts, oder? Nee. Man kann rausschauen. Das konnte man vorher nicht, oder? Das heißt aber, wenn wir in die Richtung fahren, dann hat sie auf der anderen Seite noch nicht den Knopf gedrückt. Wir halten an. Wir sind angekommen? Ich muss hier raus! Da ist er! Oni-san, kitan da ne! Matte da ja! Onee-chan! Okitan da ne! Naoki! Buji de yokatta! Oni-san, boku wa mou daijoubu da yo! So da! Oni-san mo isshu ni... ich kann nichts anderes auswählen. Danke, nein, danke, dafür ist es zu früh. そうですね。来ない方がいいと思います。Das ist der Phantom Pain. Der Geisterzug aus Final Fantasy 6. なんだか私たちに何が起こったか分かった気がします。Wir sind alle tot in diesem Zug eigentlich. 心配しないでください。私たちは大丈夫です。それより。もう私たちは行きますね。本当にありがとうございました。さようなら。じゃあ、ナオキ。気がつきましたか。あなたは床に倒れていたんですよ。目が覚めてよかったです。運よくお医者様が乗っていたんですよ。Okay, die ausgestiegen sind, sind gestorben. Die, die noch drin sind, ich bin jetzt aufgewacht, ich lebe noch. 軽い静脈血栓塞栓症でした。Eine leichte Tiefe. Eine leichte Tiefe Venenthrombose erlitten. Eine leichte, nicht ganz so schlimme, jedoch katastrophale, lebenseinschneidende, entspannte Venenthrombose. Iwayuru Ekonomishokokun desu ne. Karada o yoko ni shite, ashi o ageru koto de yoku natta yo desu.本当に良かったですね。この方は命の恩人と言っても過言じゃないです。列車が止まっているせいで救急車を呼ぶこともできなくて最悪の場合も考えられたんですよ。数分前に起きた人身事故です。その事故でこの列車はしばらく止まっているんです。失礼します。業務連絡です。事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました。Ja, Chat, letztes Mal kam ein... Das letzte Chillers Art Spiel war kein schlechtes Spiel. Das heißt, wir mussten jetzt wieder ein beschissenes bekommen. This song is safe use on YouTube. Vielen Dank, Mann. Dankeschön.
dass ihr an uns YouTuber gedacht habt. Vielleicht solltet ihr nächstes Mal an Leute denken, die gute Spiele mögen. Wie wär's damit? Fang lieber damit an. Junge, das war ja Katastrophe. Das war ja eine Katastrophe. Jetzt das andere Ending. Ja, wir spielen doch nicht das ganze Spiel nochmal durch. Ich weiß nicht, ob ich schau mal von wo ich starte. Ich habe das Ending nicht verstanden. Es gab einen Unfall, wo wahrscheinlich mussten die hart bremsen oder so, dementsprechend mussten die anhalten. Der Unfall war, dass wahrscheinlich das kleine Mädchen und der Junge überfahren wurden. Und er ist halt, hatte eine Nahtoderfahrung gehabt. Wegen seiner Thrombose oder so. Okay, wir können hier nach Halt des Zugs. Okay, wir können nochmal in die andere Richtung laufen. Und ja, die zwei sind halt gestorben, deshalb haben die gesagt, du musst noch nicht aussteigen. Weil wenn du aussteigst, dann bist du quasi gestorben, weil sie gehen jetzt ins Jenseits. Und er muss noch nicht aussteigen, weil er wurde noch im letzten Moment wiederbelebt von dem einem Typen im Anzug. Das war die Story. Boah, ey, was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Was ein Scheiß. Holy shit, ey. Und Mona, dankeschön für 21 Monate. Ich habe die ganze Zeit gecoped und gewartet, dass irgendwie das alles noch irgendwie einen Twist haben wird im Spiel. Aber sie haben wirklich einfach nur ganz dreist und billig Exit 8 geklaut. Also die anderen Chillers Art Spiele, die schlecht waren, die waren halt auf ihre Art und Weise schlecht. Ja, aber die waren nie irgendwie so billig geklaut oder so. Die waren alle sehr gerusht teilweise, ja. Also einige waren sehr gerusht. Und deshalb waren die unter anderem auch scheiße. Aber keins davon, jedes davon hatte trotzdem irgendwie seinen uniken, beschissenen Charme gehabt. Aber das hier, das ist ja so billig geklaut einfach nur. So billig geklaut und am Ende dann so einen dummen Plot reingepackt. Das wäre wirklich Katastrophe, ey. Hey, dass die das umgedreht haben mit Weiterlaufen zurückgehen, das war super kreativ. Ja, das nächste wird wieder dann gut. Die wussten, dass Exit gerade sehr von vielen gespielt wurde, also haben sie es schnell gemacht, ja. So wie halt alle ihre Spiele. Die sind immer sehr gerusht. Schon gut. Ich will schon gut, ne? So. Wirklich gut oder Chillers gut? Das ist sogar für Chillers Verhältnis der Katastrophe. Okay, es endet jetzt schon. Okay. Und dann noch die Anime-Referenz. Ja, ich bin gestorben, Ending. Nee, kein Chase. Wahrscheinlich der Chase war der Tod, der dich halt verfolgt, ne? Der Tod versucht dich halt einzuholen. Und wir sind dem Tod entkommen, indem wir weggelaufen sind. Wir können uns noch einmal von dem Tod fangen lassen. Gutes Ending, oder? Das Ending ist noch schlechter.
besser als das andere Ending. Ich denke mal, das andere ist halt das True Good Ending oder so. Ich habe vor ungefähr einer Stunde gesehen, wie du durch den Zug rennst. Jetzt komme ich wieder und du rennst durch einen Zug. Und das alles, während ich im Zug sitze. Crazy! Ich hoffe, deine Zugfahrt ist nicht so beschissen wie unsere hier im Stream. 86% positive Bewertung. Ja, das ist immer bei Chillers Art so. Die haben 2 gute Spiele gehabt und der Rest war eine Katastrophe. Und die werden alle gehypt. Die werden alle gehypt. Es gibt irgendwie so einen kleinen Kult um Chillers Art. Wer ist eigentlich auf der Toilette gestorben? Niemand, das ist einfach nur ein dummer Jumpscare. Soll dir Angst machen. Es ist niemand gestorben. Kannst anfangen, Theorien zu machen. Da ist es jemand anderes ebenfalls in dem Zug gestorben. Scheiße. Nacht bei dem Unfall. Das andere, was ich gut fand, war das, was... Ich glaube, das war, was wir zuletzt gespielt haben, oder? Wo man in so ein verlassenes Gebäude gehen musste. Das war ganz nett. Nicht irgendwie überaus krass gut oder so. Ist jetzt kein Night Security gewesen. Aber ja. Ich hatte wenigstens Spaß gehabt. Und fand das wenigstens irgendwie interessant. Da war ein Junge mit schwarzem Kapuzenpulli. Ich will den anderen Weg, scheiße. Scheiße, ich hab jetzt nochmal den Plan mir angehört, oder? Nein, jetzt lass mich doch gehen! So, okay. So, jetzt lassen wir uns einmal fangen. Der kommt nicht. Ach ja, genau. Wir müssen jetzt am Blut vorbei. Jetzt kommt er. Weil der wahrscheinlich da drin ist. Es wird laut, Chat, es wird laut! Das, so ist es also. Der Zug ist okay, es wiederholt sich. Okay, es gibt nur 2 Endings, denke ich. Ja, das war doch echt scheiße.